In Syrien wird ein Hilfskonvoi bombardiert. In Griechenland brennt ein Flüchtlingslager. Vor der ägyptischen Küste kenterte heute ein Boot mit 600 Menschen. Weltweit haben 65 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Das sind so viele, wie in ganz Westdeutschland leben. Sie sind auf der Flucht vor Krieg, Elend, Verfolgung. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie soll die Welt nun umgehen mit der globalen Völkerwanderung? Darüber wird gerade auf dem UN-Gipfel in New York diskutiert. Über das ungelöste Problem der weltweiten Flucht und die Schwierigkeit, die Fluchtursachen zu bekämpfen, darüber sprechen wir in dieser Phoenix-Runde. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Und ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei mir ist Tankred Stöbe, Ärzte ohne Grenzen, Mitglied des internationalen Vorstands. Im letzten Jahr waren Sie auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer und jetzt gerade einige Wochen auch in Libyen, dort tätig als Arzt. Ich begrüße Aktam Suliman, er ist freier Journalist und stammt aus Syrien in Damaskus geboren. Herzlich willkommen, Rudolf Adam, ehemaliger Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und herzlich willkommen, Georgios Pappas, er ist Korrespondent, Deutschland-Korrespondent hier des griechischen Fernsehens. Guten Abend. Herr Stöbe, wenn Sie das hören, diese Nachricht am Montag, dass ein Hilfskonvoi, der auf dem Weg ist nach Aleppo, viele nötige Lebensmittel, Medikamente den Menschen dort bringen sollte, dass der bombardiert wird, über 20 Menschen sterben dabei. Was löst so eine Nachricht bei Ihnen aus? Nun, das ist schrecklich, weil wir wissen ja, dass die Menschen in Syrien schon seit Monaten, eigentlich seit Jahren, aber vor allem in den letzten Monaten auch noch mal überhaupt keine adäquate medizinische oder auch humanitäre Versorgung mehr haben. Und wenn es dann gelingt, einen Hilfskonvoi in diese Region zu bringen, dass der dann beschossen oder wie auch immer unschädlich gemacht wird, das ist furchtbar. Und vor allem sind diese vielen Tonnen Hilfsgüter, die eben nicht die bedürftigen Menschen erreichen, aber auch, und das ist ja auch der zweite Teil dieser Meldung, dass die UN bis auf Weiteres sagt, es können keine weiteren Lieferungen mehr nach Syrien gehen wegen der Unsicherheit. Das heißt, der Schatten, der nach vorne geworfen wird durch so eine Situation, der ist eben um ein weiteres tragischer. Und die Menschen in Syrien sind im Grunde genommen gefangen in diesem Konflikt. Die Nachbarländer haben die Grenzen dicht gemacht. Und das besorgt uns, weil die Not wird einfach immer größer in Syrien und die Hilfe wird immer schwieriger. Sie haben auch dort gearbeitet, 2013 oder 2012 dort in Syrien. Wenn Sie jetzt hören, sind überhaupt noch Menschen aus Ihrer Organisation da im Moment, können die überhaupt noch da arbeiten? Ja, die Situation, die Sicherheitssituation vor allem in Syrien ist so schwierig, dass es für uns tatsächlich das Äußerste abverlangt. Wir haben noch 6 Kliniken, die wir selber betreiben können in Syrien. Und wir unterstützen ein Netzwerk von etwa 150 Kliniken in ganz Syrien mit Medikamenten, mit medizinischem Material, mit Schulungen von Mitarbeitern. Das ist das Wenigste, was wir noch tun können. Das ist bei weitem nicht genügend. Wir sind frustriert auch von den eigenen Restriktionen, die wir haben, aber die Sicherheit in Syrien ist eben so schwierig, dass es für ausländische Organisationen im Moment kaum möglich ist, dort zu arbeiten. Mhm. Herr Suliman, was hören Sie aus Ihrem Heimatland? Sie leben ja schon lange in Deutschland, aber trotzdem haben Sie natürlich guten Kontakt auch noch. Wenn Sie das hören, diese Nachrichten, das ist ja so ein Tiefpunkt. Man hatte ja nun auf einen Waffenstillstand gehofft und jetzt ist es noch nicht mal mehr möglich, Hilfe zu bringen. Was löst das bei Ihnen aus? Also ich glaube, bei uns Syrern ist was anders auch ein Faktor. Wir hören nie bei den Nachrichten, wenn etwas bombardiert wird, wenn etwas in die Luft geht, wenn eine Stadt umkämpft wird. Das sind diese typischen Meldungen. Man kann sich aber nicht vorstellen, wie schwierig das Leben, das Alltagsleben in Syrien geworden ist, ohne auch diese Meldungen, ohne diese Nachrichten. Das heißt, die Währung verliert an Wert. Die sozialen Strukturen werden zerstört. Straßenkinder haben wir zum ersten Mal in der Geschichte des Landes, genauso wie nach dem Irakkrieg 2003. Das sind Situationen, die nicht unbedingt mit den Meldungen einhergehen, aber die Meldungen geben nur ein Teilbild davon ab, was in diesem Land überhaupt abgeht. Das sind unglaubliche Zahlen. Über 7 Millionen Menschen sind Inlandsflüchtlinge, nochmal im Inland selbst, abgesehen von den 1 Million in Libanon, ein Land mit 4 Millionen, in Jordanien fast 1 Million, in der Türkei 2 Millionen. Also das sind Dinge, die nicht nur mit Zahlen zu beziffern sind, das sind soziale Kontakte, das sind Strukturen, das ist eine Gesellschaft, die in einer Schleudermaschine praktisch sich momentan befindet. Was bräuchte diese Gesellschaft im Moment am dringendsten? Natürlich Frieden, aber leider Gottes ist es genau das, was momentan am schwierigsten ist. Und deswegen ist die, sage ich mal, Etappenhoffnung, nicht Frieden, nicht Waffenstillstand
unbedingt, aber dass ein bisschen diejenigen, die schießen, koordinieren, dass die Russen und die Amerikaner vor allem als die höchsten Spieler ein bisschen eine gemeinsame Sprache finden, damit sie nicht jetzt tagelang darüber streiten, wer was bombardiert hat, warum und wer der Bösewicht ist, sondern wirklich konkrete, praktische Lösungen für einfache kleine Probleme auch finden. Seit 5,5 Jahren gibt es diesen Krieg und eben ganz wenig Fortschritte, Herr Adam. Die Bundesregierung hat diesen Angriff auf diesen Hilfskonvoi als ein Kriegsverbrechen verurteilt. Sehen Sie überhaupt noch eine Chance im Moment auf einen Waffenstillstand dort? Ich glaube, ein Kriegsverbrechen war es eindeutig. Wobei völlig unklar ist, wer eigentlich bisher dahinter steckt. In den Vereinten Nationen haben sich die USA und die Russen gegenseitig beschuldigt. In meinen Augen ist es bisher nicht ganz klar, was da tatsächlich passiert ist. Die Zahl der Teilnehmer an dem Konflikt ist auch so unübersichtlich, dass es schwer ist, hier mit dem Finger auf eindeutig eine Partei hinzuzeigen. Nein, ich glaube, die Hoffnung auf einen Waffenstillstand ist damit auf absehbare Zeit erstmal gestorben. Was denken Sie denn, was wäre jetzt der nächste Schritt, den man tun müsste, wenn man sagt, wir wollen, worüber wir ja sprechen, Fluchtursachen bekämpfen. Wir wollen, dass die Menschen da doch noch leben können unter diesen schwierigen Bedingungen, die man sie eben besprochen hat. Schauen Sie, was wir in Aleppo und in anderen Städten erleben, ist etwas, Herr Suleiman, Sie haben das vielleicht sogar miterlebt, was ja nicht zum ersten Mal in Syrien passiert ist. Der Vater von Bashar al-Assad hat vor 40 Jahren schon einmal eine Stadt bombardieren lassen. Und zwar ziemlich brutal. Das ist damals nicht so bekannt geworden. Ich fürchte, dass die Kriegsführung der jetzigen politischen Führung in Damaskus darauf ausgerichtet ist, den Widerstand wirklich physisch zu brechen. Und das bedeutet, dass der Krieg noch lange fortgesetzt werden wird. Das bedeutet aber auch, dass noch mehr Menschen fliehen werden, obwohl sie im Moment ja gar nicht rauskommen. Es werden Menschen sterben, es werden wahrscheinlich Menschen verhungern, es werden Menschen wegen mangelnder medizinischer Versorgung sterben. Es wird eine riesige Tragödie werden. Und ich wünsche wie Sie, dass die Amerikaner und Russen eine gemeinsame Sprache entwickeln könnten. Aber nach dem gestrigen Schlagabtausch in den Vereinten Nationen sehe ich dazu sehr, sehr wenig Chancen im Moment. Das klingt bitter und eine bittere Situation in Syrien. Und wir wollen ja noch auf andere Länder auch schauen. Herr Pappas, Sie sind hier, um uns das zu erzählen, wie es in Griechenland ist. Wir haben das gehört, dass ein Flüchtlingslager gebrannt hat auf Lesbos, dass jetzt 3000 Menschen eigentlich gar nicht wissen, wo sie hin sollen. Wir sehen diese dramatische Entwicklung in Syrien. Wir sehen das aber eben auch, dass es da eben auch diese großen Probleme ist. Und wir stehen hier und Sie haben es eben gesagt, es hat eigentlich wenig Hoffnung. Auch nach dem UN-Gipfel. Wie ist das, wenn Sie das sehen in Griechenland? Wo sagen Sie, wo haben Sie da noch eine Hoffnung, dass da was funktioniert? Naja, natürlich, all das, was jetzt in Syrien passiert, zerstört die Hoffnung, was auch in Griechenland war, dass einer wenigstens der Fluchtursachen irgendwie zu meistern wird mit diesem Krieg in Syrien. Denn es ist nicht allein die einzige Fluchtursache, aber eine der sehr großen und sehr wichtigen bei diesem Flüchtlingsstrom, was Griechenland erlebt hat letztes Jahr und Europa auch. Nun, Griechenland lebt mit den Folgen dieser Krise, die letztes Jahr so hoch gekommen ist. Und das, was wir die letzten Tage in Lesbos gesehen haben mit diesem Brand in diesem Flüchtlingslager, ist eigentlich die Zuspitzung einer Verschlechterung der Situation, was die Flüchtlinge jetzt in den Inseln Ostägäis erleben, tagtäglich erleben. Denn da sitzen sie fest. Das sind Tausende, fast Zehntausende auf all diesen Inseln in Ostägäis, die fest auf diesen Inseln sitzen. Für die gibt es keine Möglichkeit, irgendwie nach Festland weiterzukommen oder später auch nach Europa. Denn deswegen sind sie zu diesen Inseln gekommen. Ja? Und das vermischt sich jetzt, diese Frustration, mit den schlechten Bedingungen, die dort herrschen. Denn eigentlich diese Hotspots, die dort gebaut wurden, wurden für 7.500 so ungefähr Menschen. Und da sind fast 10.000 jetzt. Und man kann schon fast sehen, warum solche Ausbrüche und auch Gewaltausbrüche dann. Was würden Sie sagen, was braucht es da am dringendsten? Ja, natürlich braucht man Entlastung bei diesem Situation, was jetzt in den Inseln, auf den Inseln herrscht. Entlastung heißt natürlich, dass all diese Mechanismen, die
funktionieren sollten, also Relocation, dann Rückführungen, all das musste schon funktionieren, aber das funktioniert nicht. Also diese Geschichte mit dem EU-Türkei-Abkommen hat nur in einem einzigen Punkt funktioniert, indem sie den Flüchtlingsstrom von der Türkei nach Griechenland gestoppt hat. Alles andere funktioniert nicht. Und deswegen haben wir solche Probleme jetzt in Griechenland. Und das ist nur ein Teil der Probleme, denn dazu kommen natürlich alle anderen Probleme, die sozialen Probleme, die politischen Probleme mit einer neonazistischen Partei, die dort doppelt so hohe Prozente hat als sonst in Griechenland. Und noch dazu die Probleme, die die Integration dieser Flüchtlinge mit sich bringt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also im Versuch, ein Problem zu lösen, schafft man eine Menge neuer Probleme. Herr Stöbe, was ist Ihre Erfahrung aus der langen Arbeit und auch in der Arbeit Ihrer Organisation von dem, was jetzt Politiker sich überlegen, solche Sachen wie Hotspots und das, was dann letztendlich ankommt und wo Sie mit konfrontiert werden? Nun, wir von Ärzte ohne Grenzen seit eigentlich unserer Entstehungsgeschichte, seit den 70er Jahren, seit über 40 Jahren, haben wir mit Flüchtlingen zu tun. Zum ersten Mal, das Neue ist ja jetzt sozusagen diese Situation hier in Europa, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg diese Flüchtlingsströme, aber eben auch global diese Dimension erreicht haben. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Diese 65 Millionen Menschen, die keine Heimat mehr haben, das ist so eine Notfallsituation. Und da müssen einfach weltweit, und wir sprechen natürlich hier verstärkt immer über Europa, aber wir sehen natürlich Flüchtlingsströme in Südostasien, wir sehen sie in Zentralamerika, wo ebenfalls Hunderttausende Menschen versuchen, sichere Gegenden zu erreichen. Und ich glaube, wir brauchen noch ein viel globaleres Denken und globaleres Handeln, um dieser ganz besonderen Krise Herr zu werden. Aber da wäre die UNO ja eigentlich der richtige Ort dann. Da wäre die UNO der eigentlich richtige Ort, aber da braucht es eben sehr konkrete Verabredungen. Da reicht es nicht, wenn sehr nebulöse und unklare Statements verfasst werden, deren Eintreffen sogar erst in 2 Jahren greifen soll. 2018, das sind so die Szenarien. Das reicht natürlich nicht. Das brennt, das Problem brennt so sehr, dass es eben heute, morgen, in diesen Wochen und Monaten brauchen wir Lösungen. Und es ist ja jetzt auch nicht mehr ganz neu. Wir haben diese Situation jetzt seit 2, 3 Jahren. Aber wir sehen eben, dass es keine globalen Lösungen gibt. Es gibt immer regionale, aber das sind oft dann auch Abschottungsfragen. Wir sehen es jetzt gerade in der Türkei und zwischen Griechenland. Es sind Grenzfragen, die diskutiert werden, aber es wird nicht die Not der Menschen diskutiert und wie der Abhilfe, da Abhilfe geschaffen werden kann. Und das besorgt uns, weil die medizinische Versorgung in Syrien, in den Nachbarländern, wird einfach jeden Tag schwieriger. Und wäre Geld dann die richtige Antwort dafür? Mehr Geld? Ist das? Mehr Geld ist natürlich eine wichtige Komponente, aber es braucht natürlich auch Akteure, die dieses Geld umsetzen, die Hilfsmittel vor Ort bringen. Es braucht aus unserer Sicht, aus einer medizinischen Organisationssicht heraus, braucht es Ärzte, Pflegende, Krankenhäuser. Und wir haben jetzt damit angefangen, dass ein Hilfskonvoi beschossen wurde. Aus unserer Sicht eine ganz neue Dimension seit einem Jahr ist, dass Krankenhäuser beschossen werden. Und vor allem eben auch in Syrien, auch in Jemen, auch in Afghanistan. Also dass neutrale, unabhängige Orte, wo Menschen, die ja schon verletzt sind, hinkommen, um dort geheilt zu werden, sozusagen ein zweites Mal attackiert werden, während sie operiert werden, während sie dort geheilt werden wollen. Und das ist eine Dimension und das sind eben nicht, und das ist ganz wichtig, das sind nicht lokale Rebellen, die das machen, sondern 5 von 6 ständigen Mitgliedern der UNO-Sicherheitsratskonferenz sind dafür verantwortlich. Also es sind Amerikaner, es sind Russen, die diese Krankenhäuser bombardieren. Und das sind alles Länder, die haben die internationalen Konventionen dazu unterschrieben. Die sind seit Jahrzehnten sind die gültig. Und wir sehen im Grunde genommen im Moment, und das frustriert uns so, dass eigentlich internationale Verabredungen, um die man lange gerungen hat, dass die jetzt weniger und weniger Gültigkeit haben. Und Krankenhäuser und Ärzte zu bombardieren, das ist halt aus unserer Sicht wirklich mit das Dramatischste, was wir sehen und akzeptieren müssen. Das ist die neue Normalität. Herr Adam, das klingt alles extrem frustrierend und so, dass man wirklich denkt, wo kann man da jetzt überhaupt noch ansetzen? Angela Merkel hat ja gesagt am Montag, wenn ich könnte, würde ich die Zeit um viele, viele Jahre zurückdrehen. Ich habe mich zu lange auf das Dublin-Verfahren verlassen, das uns Deutschen das Problem abgenommen hat. Das war nicht gut. Man weiß ja seit langem, dass es Probleme gibt, dass Menschen fliehen, dass Menschen zu uns kommen. Wo sehen Sie noch eine Möglichkeit, ja anzufangen, wenn man schon so viele Jahre vergehen hat lassen? Ich glaube, das Problem ist auch deswegen so komplex, weil wir eine unsaubere Begrifflichkeit benutzen. Wir sprechen von Flüchtlingen, dann sprechen wir mal von Migranten, dann sprechen wir von Asylsuchenden. Das sind meiner Meinung nach 3 sehr unterschiedliche Gruppen mit sehr unterschiedlichen Motiven, sehr unterschiedlichen Zielsetzungen
Und die sollte man auch sauber getrennt anders behandeln. Das Problem ist, dass wir im Moment eine Gemengelage haben, wo wir nicht sauber unterscheiden können, sind das wirklich bona fide Flüchtlinge oder sind es doch eher Migranten. Der Flüchtling verlässt seine Heimat unter Zwang, weil er nicht anders kann, um sein nacktes Leben zu retten. Der Migrant geht aus eigenem Entschluss. Der Migrant will bleiben, der Flüchtling will letzten Endes, wenn es irgend geht, wieder zurück nach dem Konflikt in seine Heimat. Das sind meiner Meinung nach sehr unterschiedliche Gruppen. Wir haben im Moment eine internationale Gesetzgebung, das ist die Genfer Konvention von 1951. Sie ist damals für Europa in der Nachkriegszeit geschaffen worden. Meiner Meinung nach, wenn man sie sich genau anschaut, ist sie auf eine Situation fokussiert, die damals regional war, zu einer Zeitpunkt, wo es noch keine internationale Kommunikation und keine internationalen Verkehrswege gab. Sie müsste meiner Meinung nach dringend überarbeitet werden, denn nur so wird sich ein wirklich neues, globales, ein neuer globaler Konsens entwickeln, wie wir mit diesem globalen Problem tatsächlich umgehen müssen. Kann das helfen? Wie sehen Sie das, Herr Suleman, wenn man Menschen, wenn man sozusagen andere Kategorien schafft, wenn man das irgendwie anders trennt? Weil wenn Menschen ihre Heimat verlassen, warum auch immer, und wenn, weil sie denken, sie haben woanders ein besseres Leben, wie soll man das regeln? Wie sollte man damit umgehen? Ich denke, diese Unterscheidungen, so wichtig wie die sind für uns hier wichtig. Gesetzlich, wie gehen wir damit um? Wir haben Asylgesetze, wir haben Konventionen für Flüchtlinge und so weiter. Für diejenigen selbst ist das nicht so entscheidend. Wir haben ein grundsätzliches Problem. Wir haben 65 Millionen Menschen, sagen wir, weltweit auf der Flucht. Und was machen wir? Die Regierung macht das und das mit dem Volk. Der Herrscher macht das und jenes, sein Vater auch noch. Die Russen, was bombardieren sie da alles? Die Amerikaner bombardieren sie denn nicht? Was machen wir? Wir politisieren das Thema. Je nachdem, wie es uns gerade passt. Uns passt es mal so und bei anderen mal anders. Und das Problem darf nicht Gegenstand der Politik sein. Wir müssen verstehen, es gibt 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Zum Teil hat das mit politischen Konflikten überhaupt nichts zu tun. Es gibt Naturkatastrophen, politische Konflikte, Kriege. Wenn es aber nach Politik gehen würde, hat jeder seine Besinnung. Ich habe auch meine Besinnung. Ich bin der Meinung, es ist kein Zufall, dass die erste Gruppe Syrer sind in Deutschland in der ersten Hälfte 2016, die zweite Afghanen und die dritte Iraker. Alle Länder, die beinahe demokratisiert wurden, hat man uns gesagt. Ne? Davon hat man ja die heiße Kartoffeln, Entschuldigung, den Begriff. Also, aber das hilft auch nicht, denn die gibt es, die Millionen. Und wie geht man damit um? Deswegen muss man ein bisschen von der Politik wegtreten, von dieser Ideologie, Schlagabtausch bei der UNO. Sie sind schuld als Amerikaner, nein, der andere ist schuld als Russe. Und Wege akzeptieren. Es gibt die Flüchtlinge und sie werden mehr wahrscheinlich. Werden viel mehr wahrscheinlich. Die 65 Millionen sind nur der Anfang. Und jetzt bitte schön auf Weltebene. Was wollen wir machen? Und da reicht es übrigens nicht, in Deutschland darüber zu streiten. Die Frau Merkel will, dass die EU mitmacht und die bösen Ungarn und die bösen Polen wollen nicht mitmachen. Das Problem mit 65 Millionen kann die EU auch nicht lösen, auch wenn das aber ganz gerecht verteilt. Aber sie könnte ja anfangen, wenn wir brauchen einen Weltplan. Wir brauchen einen Weltplan. Aber wenn noch nicht mal die EU es schafft, wie soll die? Ist es dann nicht so viel verlangt, dass die ganze Welt es auf einmal schafft? Ein bisschen Bescheidenheit, dass die EU vieles nicht schafft. Und das kann sie wirklich nicht. Ja. Viel zu viele Länder. Wir brauchen einen Weltkonsens. Das heißt, wir sitzen uns jetzt nicht zu sagen, wer hat ein Hilfskonvoi in Syrien stundenlang bombardiert, die Russen oder die Amerikaner oder die Syrer oder die Opposition oder die Regierung, sondern wir sitzen und sagen, unabhängig davon, 65 Millionen, lassen Sie uns ein paar Monate tagen und eine Lösung finden, anstatt immer wieder das Gleiche von Ärzte ohne Grenze, von Amnesty International, von anderen Organisationen zu hören. Und wir treffen uns immer wieder und reden über genau die gleichen Themen. Ja, weil es eben auch nicht funktioniert. Wir sprechen jetzt über ein Weltproblem, also brauchen wir eine Lösung, die die Weltgemeinschaft dann mit einbezieht. Aber was Europa betrifft und die EU betrifft, da möchte ich etwas entdramatisieren. Wir sprechen von 65 Millionen Flüchtlingen.
Aber wie viele davon sind letztendlich nach Europa gekommen? Letztes Jahr ungefähr 1 Million. Es bleiben 64 Millionen, die irgendwo auf der Welt Flüchtlinge sind. Erstens. Zweitens, Herr Schulman hat zu Recht vorhin hingewiesen, dass die meisten Flüchtlinge aus Syrien nicht nach Europa gekommen sind, sondern in den Ländern rumherum geblieben sind, mit der Absicht, irgendwann mal, wenn die Situation das erlaubt, zurückzukehren. Also wir haben das auch mit den Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen von ehemaligen Jugoslawien erlebt. Die Hälfte davon ist zurück in ihre Heimat gekehrt. Also die sind nicht hier geblieben. Aber wir erleben, oder manche machen das auch bewusst, politisch bewusst, eine fatale Vermischung zwischen Flüchtlingsströmen, Völkerwanderung, die aus anderen Gründen, wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen, und Kriegsflüchtlinge. Und diese Vermischung ist fatal, denn wenn wir so weitermachen, dann können wir weder die eine Gruppe noch die andere Gruppe gerecht werden. Dann werden die Kriegsflüchtlinge diskreditiert und die Migrationsflüchtlinge, dann die Wirtschaftsflüchtlinge dann nicht mehr so gerecht behandelt. Das ist ja das, was Sie ja, im Grunde auch sagen. Ich bin eigentlich, deswegen muss man die Situation versachlichen, gucken, was haben wir für Zahlen, wie viele, wovon kommen die und warum kommen die? Und so dann, aber das heißt ja dann in der Konsequenz, dass ich auch wirklich Menschen letztendlich sagen muss, du kannst nicht fliehen, du musst dann da bleiben. Weil ich nicht alle aufnehmen kann. Da gibt es auch eine Verantwortung von Europa und des reichen Nordens. Da gibt es schon eine Verantwortung, warum diese Länder dort so arm sind. Oder was kann ich als reiches Europa dafür tun, dass diese Menschen, welche Programme habe ich für Rückführungen? Es reicht nicht, dass ich nur den Flugzeug bezahle, damit der Wirtschaftsflüchtling von hier irgendwie nach Afrika zurückkehrt. Man braucht Entwicklungshilfe, damit der Flüchtling, wenn dort nochmal ankommt, etwas zu arbeiten hat. Also, und solche Ansätze, solche Probleme hat die Europäische Union. Bleiben wir mal bei dem Wort Verantwortung. Wenn Sie sagen, die Verantwortung des Nordens, Herr Alm, wo würden Sie sagen, wie sieht die aus, die Verantwortung der EU zum Beispiel gegenüber den 65 Millionen? Also zunächst einmal würde ich nicht akzeptieren, dass der Norden, weil er reich ist, eine besondere Verantwortung hat. Ich würde sagen, in der Region sind viele andere Länder sehr viel reicher als viele EU-Staaten, also zum Beispiel Saudi-Arabien. Sind Freunde von diesem Westen und diesem Norden. Ne? Gut. Aber die Hilfsbereitschaft dieser Länder, gerade in einem Land zu helfen, die sind zum großen Teil selber Kriegspartei. Und das ist das Problem. Für Afrika gilt das nicht. Bitte? Für Afrika gilt das nicht. Und für Afrika gilt das nicht. Wirtschaftsflüchtlinge kommen aus Afrika. Über Syrien. Wir sprachen gerade über Syrien. Das Problem ist doch, ein Satiriker hat es einmal so gefasst, damit das Blutvergießen in Syrien endlich aufhört, fangen jetzt auch die Amerikaner und die Russen an zu bombardieren. Das bringt meiner Meinung nach das Problem wunderbar auf den Punkt. Europa ist derjenige Kontinent, der am meisten von dieser Krise betroffen ist. Aber Europa ist politisch im Grunde genommen in dem ganzen Konflikt nicht spürbar und nicht hörbar. Aber die meisten Flüchtlinge sind nicht in Europa, sondern in Jordanien, im Libanon oder innerhalb Syriens. Aber in der ganzen Frage, wie gehen wir denn tatsächlich mit der Konfliktursachen um? Welche Wege aus dem Konflikt heraus suchen wir oder finden wir? Dort ist Europa praktisch nicht hörbar. Die Amerikaner und Russen haben sich jetzt eingemischt. Teilweise auch andere Länder aus der Region, die Türkei, Saudi-Arabien. Die Europäer sprechen hier weder mit einer Stimme, noch sind sie besonders hörbar. Mhm. Das Problem, ich gebe Ihnen recht, natürlich ist das Problem ein dreifaches. Der Flüchtling muss zunächst einmal, hat erstmal unbedingten Anspruch auf Überleben. Wir müssen ihn sein Leben retten. Denn deswegen flüchtet er vor allen Dingen, wenn er aus Aleppo kommt und aus den Städten, wo bombardiert wird. Was kann ich immer tun, wenn man sieht, wie viele Tausende ertrunken sind im Mittelmeer? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ja, wir sehen 2016 im dritten Jahr in Folge, dass im Mittelmeer mehr Menschen ertrinken als im Vorjahr. Es war 2014 war das Jahr, wo die meisten Flüchtlinge, seit wir das sozusagen geschichtlich überblicken können, im Mittelmeer ertrunken sind. 2015 waren es mehr und dieses Jahr, wir wissen es schon, werden es wieder mehr sein. Ja. Und da sehe ich eine ganz klare Verantwortung auch der europäischen Politik, das zu stoppen. Und das sehe ich nicht. Ja. Es sind private Hilfsorganisationen, die dort versuchen einzuspringen.
Aber ob es jetzt die italienischen Küstenwache ist oder Frontex oder die Marineeinheiten der verschiedenen europäischen Nationen, schaffen es nicht mal das einzudämmen. Ja, sondern das Problem, dass das Mittelmeer ein Massengrab ist für Flüchtlinge, wird jedes Jahr schlimmer. Und da gibt es keine Antwort. Aber wenn man von Hilfe spricht, finde ich, darf man nicht bei Frontex landen und bei am besten hier in Deutschland Flüchtlingsheimen, wie viele muss man noch bauen oder nicht. Wenn ich sage Weltgipfel, Weltthema, dann meinen wir eine Sitzung, wo richtige Ursachen für das Flüchten in anderen Ländern angefasst werden. Was sind das? Wir leben in einer ungerechten Welt. Globalisiert heißt nur, der eine im Norden kann da expandieren, der andere im Süden nicht. Unglaublich, dass so viele sterben im Mittelmeer. Das ist eine Katastrophe. Man kann nicht erzählen, dass es zufällig passiert in diesem Mittelmeer. Verantwortung heißt Neuverteilung der Ressourcen, Neugestaltung der Wirtschaftsbeziehungen, Neudefinitionen des Wir und Die. Wenn noch irgendwelche Lehrer auf dieser Welt denken, sie müssen irgendwelche anderen Völker was beibringen, dann sagen wir drei Länder, drei Flüchtlingswellen, das reicht. Wir wollen diese Kriege weder zur Demokratisierung noch Regime Change noch sonst was. Wir wollen keine Kriege mehr, egal in welcher Form, und keine Soldaten. In Syrien bombardieren nicht nur die Syrer sich gegenseitig. Nein, die Amerikaner sind da, die Briten sind da, die Australier sind da. Wer ist noch da? Aber Herr Süleyman, das ist ja ein ganz, Sie machen ja so einen ganz großen Bogen. Sie sagen ja, das muss man machen. Aber das, wenn wir jetzt gibt es ja konkret das Problem, und die Frage ist, weil Sie kennen das von Ihrer Arbeit auf dem Flüchtlingsschiff, wenn Sie da auf dem Flüchtlingsschiff sind, dann können Sie nicht warten, bis die Welt die ganzen Probleme gelöst hat, weil das geht ja so schnell nicht. Und Sie müssen warten, um Gottes Willen, Sie müssen die Arbeit weitermachen. Aber eine Lösung ist das nicht, sondern das ist ja eine Behandlung, denn natürlich Symptome, die dann kommen. Natürlich jedes gerettete Leben ist da ein Gewinn, aber Sie wissen mehr als ich, wie viele andere Leben nicht überleben und dass wir alle das alles nicht überleben würden. Wenn wir nicht einmal in den Spiegel gucken und sagen, 65 Millionen bei 7 Milliarden Menschen ungefähr auf der Erde, wenn es ein bisschen mehr wird, dann gnade uns alle Gott. Wenn wir denken, dass wir so eine einfache und schnelle Lösung des Problems bekommen, dann machen wir uns was vor. Besonders was die Ursachen dieser Flüchtlingsströme betrifft. Es ist was anderes, was in Syrien passiert. Da kann ganz schnell etwas geschehen. Die Waffen stoppen und Frieden ist da. Die Flüchtlinge gehen zurück. Ja. Aber die anderen Ströme, die kann man nicht von einem Tag zu den anderen kriegen. Und da auch die Antwort der EU ist auch falsch. Denn sie denkt an Syrien und macht dasselbe auch mit den anderen Flüchtlingen. Was hat sie, die EU? Der Ansatz war, ich schütze meine Außengrenze. Ja? Und okay, zwischen Griechenland und der Türkei funktioniert es, nur weil diese Abkommen EU-Türkei besteht. Sonst hätte auch da nicht funktionieren können. Und Mare Nostrum in der Ägäis kann auch nicht funktionieren. Du kannst diese Grenze nicht dicht machen. Das geht ja nicht. Es geht nur langfristig, wenn du aber ein Programm dafür hast. Oder? Aber wir machen hier überhaupt keine Gedanken. Der einzige Gedanke, den ich gehört habe die letzten Monate, letztes Jahr, war dieser Ansatz, also das Modell EU-Türkei auch auf andere Länder, auf afrikanische Länder zu übertragen. Das war das Einzige, was ich gehört habe. Und von Schäuble, glaube ich, war so eine Idee vom Marshallplan für Afrika oder sonst was. Aber wer diskutiert darüber jetzt? Keiner. Aber auch da geht es nicht darum, Hilfe vor Ort hinzubringen, sondern es geht darum, dass man das, was man zwischen der EU und der Türkei gemacht hat, wo man letztlich sagt, wir machen die Grenzen dicht, ja, dass man dieses Modell exportiert in andere Länder, nach Libyen, nach Sudan. Und wir sehen ja, dass die Konsequenzen dieses EU-Türkei-Deals, ja, der ja kein sozusagen, da geht es ja darum, die Flüchtlingsströme zu vermindern oder zu stoppen, dass das Konsequenzen hat, ja, dass die Nachbarländer von Syrien völlig an den Kapazitätsgrenzen sind, die Flüchtlinge weiter zu nehmen. Die Grenzen nach Syrien sind dicht. Syrer kommen heute nicht mehr aus dem Kriegsgebiet raus. Und wir sehen, und auch das besorgt uns sehr, in anderen Ländern, dass die sagen, naja, wenn die reiche Europäische Union sich leisten kann, die Grenzen dicht zu machen, dann sagt sich die kenianische Regierung, ja, dann sagen wir auch zu Dadaab, dem größten Flüchtlingslager der Welt, die somalischen Flüchtlinge sollen auch wieder zurück nach Somalia. Und Somalia ist nicht sicher, das wissen wir. Also das ist eben so, dass ein schlechter Deal, wie wir ihn sehen, aus humanitärer Sicht, hat weltweit Konsequenzen und eine sehr unhumane Flüchtlingspolitik, wie sie die Australier machen, für Südostasien.
hat auf einmal Modellcharakter. Ja? Und das ist etwas, was mich oder was uns sehr besorgt, dass wir sagen, dass die Menschenrechte, das, ne, und das wurde ja heute Abend hier schon gesagt, dass die fundamentalen Menschenrechte eines Flüchtlings nicht mehr gewahrt werden, nicht mehr umgesetzt werden. Und ja, da sind wir 2016 zum Teil wirklich schlimmer dran, als wir es noch Jahrzehnte früher waren, wo zumindest Kriege klar waren, in Kriegen gibt es Rechte, ja, medizinische Einrichtungen werden nicht bombardiert, ein Flüchtling hat einen Fluchtgrund und hat gewisse Kriterien und gewisse Rechte, wenn er als Flüchtling irgendwo hinkommt. Diese ganzen Dinge erodieren im Moment und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Mhm. Präsident Obama hat Angela Merkel gelobt für ihre Flüchtlingspolitik und auch den kanadischen Minister Trudeau. Herr Adam, wenn alle Staaten so handeln würden wie Angela Merkel in der Flüchtlingskrise, wäre das Problem dann geringer? Ich fürchte, Obama hat Frau Merkel zwei Tage zu spät gelobt. Denn wenn ich sie richtig verstanden habe, hat sie vorgestern sich bereits etwas distanziert von dem, was vor einem Jahr passiert ist. Aber nochmal die Frage zu Ihnen. Sie sprachen von den fundamentalen Rechten eines Flüchtlings. Was meinen Sie damit? Also einmal, dass er ein Recht auf Asyl hat. Ne? Im Moment ist es so, Augenblick, wenn er die entsprechenden Gründe hat. Genau, aber die kann er ja gar nicht geltend machen. Er muss sozusagen die tödliche Reise übers Mittelmeer machen, um dann in Europa Asyl zu beantragen, wenn er es überlebt. Ja, das ist sozusagen das eine. Die Unterbringungssituation, ne, und Sie haben sie ja beschrieben, innerhalb Europas, Griechenland, ja, innerhalb Europas sind nicht so, dass sie human sind. Ja, das sind zum Teil ganz furchtbare Situationen. Ja, und dieses Feuer, was dann in dem Flüchtlingslager ausgebrochen ist, die Anerkennungsschnelligkeit, ja, die Menschen, die traumatisiert sind, dass sie Hilfe bekommen, ja, all diese Dinge, die funktionieren nicht nach europäischem Standard, sie funktionieren nicht mal nach grundsätzlichen Standards. Ja, und das sehen wir als schwierig an. Aber nochmal, ja, ein Mensch, der einen Asylgrund hat, kann ihn außerhalb von Europa für Europa nicht geltend machen. Er muss sich erst auf diese tödliche Passage geben. Und ja, das sind die zwei Gründe, warum wir eigentlich ja sagen, als Ärzte ohne Grenzen müssen wir keine Rettungsschiffe bereitstellen. Machen das jetzt aber schon im zweiten Jahr, weil wir sagen, die zwei Gründe, ein Mensch, der einen Asylgrund hat, muss ihn auch außerhalb von Europa geltend machen können. Und das Mittelmeer darf nicht zum Massengrab werden, was es jetzt im dritten Jahr in Folge in noch größerer Zahl wird. Und wir sehen kein Ende absehbar. Es gibt keine Pläne, dass das Sterben im Mittelmeer irgendwo begrenzt wird. Mhm. Adam, wollen Sie darauf noch reagieren? Sonst würde ich nämlich gerne noch mal nachhaken bei dem, was ich eben gesagt habe. Angela Merkel hat sich ja nicht von ihrer Flüchtlingspolitik distanziert. So kann man es ja nicht sagen. Sie hat ja gesagt, ich würde gerne die Zeit zurückspulen und wir haben das Dublin-Verfahren, da haben wir uns sozusagen darauf ausgeruht und sie würde nicht gerne dieselbe Situation wiederholen und hätte gerne weitere Kontrolle. Deshalb nochmal die Frage, die Art, dass sie gesagt hat, sie ist bereit, dass Deutschland was aufnimmt, mehr als andere EU-Staaten, ist das nicht doch ein Beispiel, ein Vorbild, wenn alle EU-Staaten so gehandelt hätten, sodass wir dann weniger Probleme hätten? Schauen Sie, wenn alle EU-Staaten so gehandelt hätten, die anderen EU-Staaten haben nicht so gehandelt. Und wir sollten das, glaube ich, zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass andere Staaten, andere Gesellschaften andere Prioritäten haben als unsere. Wir fordern Solidarität ein mit unserer Position. Ich weiß nicht, die Polen könnten genauso genau und die Franzosen sich auf ihre Position stellen und sagen, Solidarität mit unserer Position. Ich glaube, das ist zunächst einmal ein ganz entscheidendes demokratisches Grundrecht, dass jedes Staat sagt, das machen wir nicht. Ob das human ist oder ob das inhuman ist, das muss sich dann entscheiden. Dann funktioniert es aber nichts mit der Staatengemeinschaft oder mit dem, was... Deswegen brauchen wir einfach eine Verständigung. Meiner Meinung nach ist die Grundlage, die jetzt über 60 Jahre alt ist, die ist veraltet. Wir brauchen eine neue Grundlage. Wir können diese anderen Staaten, die Polen, die Ungarn, die Tschechen, nur dann wirklich zu einem solidarischen Handeln bewegen, wenn wir uns über die Grundlagen verständigt haben. Und das haben wir im Moment noch nicht. Was Frau Merkel gemacht hat, war sicherlich ein guter humaner Impuls. Er ist etwas aus der Kontrolle geraten und sie hat natürlich vollkommen recht. Wir haben uns viel zu lange in der Mittellage Europas es bequem gemacht, weil die Probleme an den Mittelmeerküsten auftraten. Die Probleme traten auf in Spanien, in Italien, in Griechenland und wir haben immer gesagt, es ist euer Problem. Schon damals wussten wir, dass sehr viele derjenigen, die in Italien und Spanien landen, dann im Schengen-Raum auch über die Grenzen, Binnengrenzen Europas hinweggehen. Aber noch einmal zu der Frage, was ist ein Flüchtling? Wir haben jetzt die Situation in Calais. Und auch dort wird immer von Flüchtlingen gesprochen.
für mein Verständnis sind es keine Flüchtlinge. Denn niemand kann behaupten, er sei in Frankreich verfolgt. Trotzdem setzen diese Leute teilweise ihr Leben dran und benehmen sich auch sonst relativ robust, um von Frankreich nach England zu kommen. Ist das ein Fluchtgrund? Aber das finde ich eine ganz spannende Frage. Und als ich da auf dem Flüchtlingsboot war, und wir haben ich war 4 Wochen da und wir haben 1400 Flüchtlinge aufgenommen vor der Küste Libyens. Und ich habe natürlich nicht mit allen sprechen können, aber mit denen ich gesprochen habe und mir ihre Geschichte erzählt habe, hatte ich immer diese Frage, woher kommen die Menschen? Haben die Menschen denn ein Recht, überhaupt nach Europa zu kommen? Und diese Frage ist so, so schwierig und komplex, dass ich glaube, diese Aufteilung in Migranten und Flüchtlinge und Asylsuchende, das ist eine juristisch interessante und irgendwo auch relevante. Aber für die Menschen, die aus Libyen rauskommen, und man muss sagen, jeder, ich sag mal, illegale Flüchtling, wie sie so benannt werden in Libyen, ist wie ein Vogelfreier. Ja, wir wissen es von tausenden dokumentierten Geschichten dieser Fliehenden aus Libyen. Wer in einem Moment Libyen überlebt, also erstmal die Flucht nach Libyen, dann Libyen überlebt, dann die Fahrt auf dem Schlauchboot ins Mittelmeer überlebt, nicht kentert, sondern von einem flüchtlingsgroßen Rettungsschiff aufgenommen wird, der hat so viel durchgemacht, dieser Mensch, und ich könnte Ihnen jetzt dutzende Beispiele geben, dass ich mir als Arzt und als Mensch, der sich mit humanitärer Hilfe seit vielen Jahren beschäftigt, nicht sagen kann, oder ich konnte keinem diesen Menschen absprechen, zu sagen, nee, du hättest mal lieber in Libyen bleiben sollen oder in deiner Heimat, weil die Not, die existenzielle Not dieser Menschen war so glaubwürdig auch. Ne? Und Sie hatten ja keinen Grund, mir irgendwas Komisches zu erzählen, weil ich ja nur Arzt bin und kein Grenzmensch. Das ist ja total verständlich. Aber was folgt denn dann letztendlich in der Konsequenz daraus? Das hieße doch dann, eigentlich müssten wir sie alle aufnehmen. Und das funktioniert ja nicht. Das ist doch genau das Dilemma. Ja, darf gut, ich da noch das ist ja eine ganz spannende Sache. Und da sind wir natürlich als eine humanitäre Organisation, das ist nicht unser Metier, dass wir sagen, wie werden Flüchtlingsströme kanalisiert und was sind Aufnahmekapazitäten in Europa. Das ist ja eine politische Einigungsfrage. Und dass sich Europa da nicht so ganz toll verhalten hat in den letzten 2 Jahren, das ist, glaube ich, auch ohne Zweifel. Aber die Frage, dass man von gleich zeitnah klärt, woher kommt dieser Mensch, welche Ursache hat seine Flucht, und dass man das zeitnah klärt und ihm erstmal die Grundbedürfnisse oder die Grundrechte eines Menschseins zuspricht, ich glaube, das ist wichtig. Wir würden ja nie programmieren, dass man sagt, die Menschen sollen fliehen. Aber dieses Phänomen, dass jetzt seit 2, 3 Jahren so viele Flüchtlinge unterwegs sind, dem müssen wir noch viel, viel robuster uns entgegenstellen und das annehmen. Ja, ich sehe noch nicht, dass die Politik, und nicht nur in Europa, die Politik in dieser Welt und die UN ist, die haben es gesagt, am meisten aufgerufen, dort zu helfen. Wir haben noch kein Konzept, wie wir mit dieser Völkerwanderung umgehen, die so global ist und die so aus existenzieller Not herauskommt. Und dem muss sich die Politik annehmen. Ja? Und da gibt es keine Alternative. Zwei Punkte, ganz kurz. Erstens, die Völkerwanderung war keine Fluchtbewegung. Zweitens, Sie haben vollkommen recht und ich bin da voll bei Ihnen. Es ist wahnsinnig schwer, in der gegenwärtigen Situation sauber zu trennen, wer ist ein Flüchtling, wer ist ein Migrant, bei wem ist wirklich die nackte Existenznot im Nacken und wer sagt, naja, ich riskiere das mal. Ich war damals in Singapur, als die ganzen Boat People aus Vietnam kamen. Ich kenne genau dieses Problem. Rupert Neudeck hatte damals ja auch das Schiff Cap Anamur. Das Problem ist nur, wenn wir nicht versuchen, diese saubere Trennung zu machen, dann verlieren wir unsere Bevölkerung. Dann verlieren wir den Rückhalt in unserer Bevölkerung, denn unsere Bevölkerung sagt dann genau wie Frau Plättner, ja, wenn Sie so argumentieren, dann müssen wir ja alle nehmen. Und alle können wir nicht nehmen. Ja, das sage ich ja nicht. Jeder, der kommt und jeder, der Schwierigkeiten auf sich nimmt, um zu kommen, ist dann ein Flüchtling. Prima facie. Das ist aber die Pflicht der Politik, eigentlich die Probleme zu erkennen, Lösungen zu bieten und die Bevölkerung mitzunehmen zu diesen schwierigen Problemen. Nicht nur der Bevölkerung hinterherzulaufen, was der eine oder der andere sagt, sondern zu erkennen, was sind die Probleme, die wir lösen müssten und wie. Und die Politik muss dann die Bevölkerung auch mitnehmen zu diesen Lösungen, auch wenn die Lösungen sehr schwierig sind. Und da komme ich zu dem anderen Punkt, was Sie vorhin, Herr Adam, gesagt haben, also über europäische Solidarität. Es ist keine Beliebigkeitsfrage, ob man in der Europäischen Union Solidarität ausübt oder nicht. Es ist nicht nur aus Belieben, also die Polen jetzt in dieser Sache üben Solidarität, aber in den anderen nicht. Oder die Deutschen oder die Franzosen nicht. Nein, so funktioniert eine Gemeinschaft nicht. Denn was haben diejenigen, die keine europäische Lösung wollten, gemacht. Die haben die Grenzen zu und haben das Problem auf Griechenland und Italien gelagert.
Und was ist die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass die Inseln von Ostägäis oder Griechenland insgesamt ein Lager für verlorene Seelen geworden ist. Will das Europa? Sind diese Leute nach Griechenland oder zu den griechischen Inseln, weil sie dort leben würden? Nein, sie wollten nach Deutschland, sie wollten vielleicht nach Polen oder Frankreich kommen und nicht dort. Und Griechenland muss jetzt sozusagen, genau, ja, trägt anstelle, die ganze Last? Anstelle der Europäischen Union, also das Problem der Europäischen Union lösen. Und da sagen manche in der Europäischen Union, nein, da will ich oder möchte ich nicht solidarisch sein. Nein, so geht es nicht. Und mein Problem ist, leider Gottes, obwohl die Situation jetzt etwas sich beruhigt hat und die Zeit hat, also nachzudenken, was habe ich falsch gemacht? Zum Beispiel, die Bundeskanzlerin hat das schon gesagt. Also nicht letztes Jahr, sondern vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, als diese Dublin-Verordnung verabschiedet wurde, dann hatte man dieses Problem mit den syrischen Flüchtlingen nicht. Hatte man nur die anderen Migranten aus Afrika. Und man dachte, na ja, okay, das lösen wir durch Griechenland und Italien. Mhm. Aber so funktioniert das nicht. Und jetzt, wo wir die Zeit haben, wirklich nachzudenken, sehe ich eigentlich immer wieder das gleiche Schema, auch bei dieser Reform des Dublin beizubehalten. Mhm. Und das beunruhigt mich. Weil Sie eben gesagt haben, das hält denn unsere Bevölkerung nicht aus. Aber griechische Bevölkerung muss ja eigentlich eine viel größere Last tragen. Da. Ja, wir halten es auch nicht aus, dass alles auf unser Rücken als Syrer getragen wurde. Und hier erlaube ich mir ein sehr zynisches Bild. Und jeder soll verstehen, was er will darunter. Die Europäer kriegen sich in die Haare, pro und contra Flüchtlinge. Innerhalb der Gesellschaft, worauf Sie hingewiesen haben, haben wir auch sehr starke Konflikte. AfD hier, AfD da, Gegner, Befürworter, Koalition, innerhalb der Koalition zwischen SPD und CDU. Und Obama bedankt sich bei Frau Merkel für ihre Politik. Also zynischer kann die Welt nicht sein. Der Herr Obama sollte sich nicht bedanken, sollte gefälligst sich beteiligen und Flüchtlinge nehmen. Mhm. Er in allererster Linie, weil er hat am meisten bombardiert, Frau Merkel hat nicht bombardiert. Und wenn er sich bedankt bei Frau Merkel, dann frage ich mich, ob das sein Wunsch war. Und wenn das sein Wunsch war, dass man so viele aufnimmt, dass man sich fragt, warum nimmt er keine auf? Amerika, USA haben 10.000 Syrer aufgenommen und das dauert 2-3 Jahre, bis man sie nach Terror-Gesichtspunkten untersucht. Das ist eine sehr zynische Welt und das meine ich. Wenn die falschen Fragen, wenn die falschen Diskussionen stattfinden, dann diskutieren wir innerhalb der EU oder innerhalb Deutschland oder mit den Flüchtlingen der Auseinandersetzung oder umgekehrt mit der deutschen Bevölkerung oder was auch immer. Aber eigentlich ist die Frage ganz woanders. Deswegen brauchen wir schon Weltpolitik. Mir schwebt sowas vor wie: Wer am meisten bombardiert, nimmt am meisten Flüchtlinge. Das würde den Deutschen gefallen, würde ich sagen. Da also Deutschland will auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen. Und die Amerikaner vor allem. Deutschland will auf jeden Fall mehr Verantwortung übernehmen. Das hat Außenminister Steinmeier gesagt. Und er möchte dann wieder in den UN-Sicherheitsrat und als Ausdruck, dass Deutschland eben da mehr tatkräftig vielleicht dann auch helfen will. Ich würde gerne die letzten 2 Minuten nutzen für eine Runde zum Schluss. Bei allem Frust, den wir jetzt hier irgendwie letztendlich ausgetauscht haben oder der Schwierigkeiten, wie es vorangehen kann oder ob es vorangehen kann. Herr Pappas, wo sehen Sie, wenn Sie jetzt auf Ihr Land gucken, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da sehe ich auch ein bisschen Hoffnung und da sehe ich, dass doch irgendwas auch ganz gut funktioniert? Nein, große Hoffnung sehe ich nicht. Eigentlich, die einzige Hoffnung, die ich habe, ist bei dieser Diskussion jetzt die Dublin-Verordnung zu reformieren. Eigentlich nicht dieselben Fehler machen werden wie bei der Verabschiedung der Dublin II. Denn da hat man wirklich aus Mitteleuropa gesehen, eigentlich gedacht, na ja, ich bin geschützt, direkt zu mir kommt ja niemand. Der muss irgendwoher oder durch irgendeinen anderen kommen, entweder Griechenland oder Italien oder Spanien. Also muss ich dann wieder zurückschicken. Also dieses Prinzip des ersten Landes in der EU. Also man muss da wirklich nicht die Augen vor die Situation schließen, denn die Situation ist brenzlig. Mhm. Herr Suleiman, sehen Sie ihn, Funken Hoffmann? Wissen Sie, für uns Syrer, das ist die Erfahrung sehr schwierig, vor allem für Syrer in Deutschland, die zum einen als Syrer, zum anderen als Deutsche denken und fühlen müssen, auch mit der Gesellschaft und den Sorgen. Ich sage nur eines, wir müssen unser Land befrieden irgendwie. Denn das Schlimmste, was einem passieren kann in dieser Zeit, ist als Flüchtling auf dieser Welt zu sein.
Und das darf nicht mehr in unserem Fall sein. Ich hoffe auch keinem anderen so etwas. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Alle streiten auf seinen Rücken und er weiß von nichts und weiß nicht mal wohin. Herr Ader, wo sehen Sie was Positives? Ich glaube, vielleicht nur aus historischer Sicht, die Genfer Flüchtlingskonvention ist 1951 entstanden unter dem unmittelbaren Eindruck der Massenfluchtbewegung in Europa. Und vielleicht die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass aus dieser schrecklichen Situation, wenn sie denn irgendwann mal vielleicht vorbei ist, und irgendwann wird sie vorbei sein, obwohl ich das nicht innerhalb des nächsten Jahres rechne, dass dann der Impuls wächst, dass ich so etwas nicht wiederholen darf. Und wir dann eben doch vielleicht zu einer neuen internationalen Verständigung kommen. Nur noch ganz kurz, Herr Stöbe, gibt es bei Ihnen was aus Ihrer Arbeit? Wo Sie es gibt Hoffnung, es gibt eigentlich mit jeder Begegnung eines Flüchtlings gibt es Hoffnung. Ne? Und ich glaube, ne, wir haben ja so viele Schwierigkeiten hier beschrieben, auch in Deutschland. Diese tausende Menschen, die sich in Deutschland einsetzen, wie die profitieren auch in dieser Auseinandersetzung mit den Flüchtlingen. Und so sehen wir das weltweit. Ja? Also, dass man die nicht mehr als Feinde und als lästige Menschen sieht, sondern als Hilfsbedürftige. Und ich habe auch nie einen Sicherheitszwischenfall gehabt mit einem Flüchtling. Also die Menschen in ihrer Not zu erkennen und ihnen helfen, das spiegelt so viel Schönes und Positives zurück. Und jeder, der sich engagiert, merkt es. Und wir sehen es ja, es ist eine Disproportionalität von Menschen oder auch Staaten, die sich nicht engagieren, die dann ein Feindbild aufmachen. Also diesen Menschen einfach eine helfende Hand reichen, das ist das Allerhilfreichste, was man machen kann. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Herren hier für die Diskussion über ein wirklich schwieriges Thema. Und bei Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss. Thank you.